Wenn du in Webflow ein SVG einfügen möchtest, kannst du es mit einem Bildelement machen, kannst aber genauso auch so ein Embed-Code-Feld nehmen, ja, und hier einfach den SVG-Code reinkopieren. Wenn ich hier eine Breite und Höhe hinzufüge, ja, sage ich ihm, er soll also immer so breit und hoch sein wie das Elternelement, damit ich diese Linie, die sich hier durchschlängelt, immer in der kompletten Höhe eben von diesem Design, von dem Layout eben streckt. Das Problem ist jetzt, hier passt das noch, ja, aber sobald ich in den kleineren Breakpoint gehe, ist es so, dass das SVG quasi schaut, man sieht es hier, die Linie ist hier oben nicht mehr zu sehen, sondern die fängt hier irgendwo an, ja, und geht auch nicht bis ganz unten. In der Viewbox, das ist wie so ein Fenster, durch das man reinschaut. Alles, was da drin ist, der ganze Pfad, wird quasi im Seitenverhältnis beibehalten. Das heißt, wenn dieses Fenster kleiner wird, ist es wie bei einem Bildelement auch, wird es quasi responsive auch in der Höhe kleiner gemacht. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass es eben etwas gibt, wie Preserve Aspect Ratio, None. Dann sieht man hier auch, was es eben dafür Einstellungen gibt, die dann entsprechend auf die Inhalte von dem SVG einwirken. Man kann ein bisschen sowas wie Fit Cover, Fit Contain quasi mit diesen Befehlen dem SVG mitgeben. Und man sieht auch so ein bisschen, dass es jetzt nicht mehr proportional irgendwie stimmig ist. Wenn es ein Bild wäre oder eine Grafik, dann würde das total komisch verzerrt aussehen. Aber in dem Fall sollte es ja so ein bisschen gemalt aussehen und hat mich das nicht gestört.